Die deutsche Musikszene, vom Künstler über den Produzenten bis hin zum Anbieter, muss sich im digitalen Zeitalter neuen Herausforderungen stellen. Wie etwa ist der Urheber im Internet zu schützen? Wo kann legal und möglichst kostenlos Musik heruntergeladen werden? Im Rahmen der Berlin Music Week diskutieren Tim Renner, Musikproduzent und Autor, Brigitte Zypris von der AG Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion, Stefan Zilch, Country Manager für den deutschsprachigen Raum der Musikstreaming-Plattform Spotify und Björn Böning, Chef der Senatskanzlei Berlin, über die Notwendigkeit fortschrittlicher, an die neuen Medien angepasster Wirtschaftsmodelle. Dabei spielt die Hauptstadt eine ganz besondere Rolle. Hier am internationalen Standort für Musikentstehung und Vermarktung sollte die Kreativität noch mehr gefördert werden. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen Diskussion des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung zu New Music, New Business, neue Geschäftsmodelle für Musik und Kultur. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen, Ihr Interesse und wünsche Ihnen und uns eine spannende Diskussion. Vielen Dank. So, guten Tag. Mein Name ist Tim Renner, man hat mich gebeten, einen kurzen Impuls hier erstmal vorher zu geben. Insgesamt brauchen wir einen gordischen Knoten, wo meiner Meinung nach alle bereit sein müssen, die Chancen zu sehen und nicht festhalten an den alten Geschäftsmodellen, weil ich glaube, sowohl für die alte Industrie als auch für neue Industrien gibt es riesige Möglichkeiten durch den Zugriff auf Musik, wenn er denn dann vernünftig vergütet wird und das Angebot besser ist als das, was die Piraten liefern. Vielen Dank. Hallo, von mir auch nochmal. Danke für Ihr Interesse und für Ihr Erscheinen. Herr Zilch, viele Plattformen sind gescheitert. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Musik zu bekommen, legal, illegal. Was hat Spotify jetzt Besonderes? Warum wird Spotify am Markt bestehen? Man muss ein Angebot bauen, was besser ist als die Piraterie. Und besser als Piraterie heißt, es muss alles drin sein. Also wir brauchen Verträge mit allen Labels, mit allen Künstlern sozusagen, die darunter zusammengefasst sind, weil die Erfahrung ist schlecht, wenn ich irgendwen suche und der ist dann nicht dabei. Und es muss natürlich auch sage ich ja deshalb, kostenlos zur Verfügung stehen, weil eben Piraterie auch kostenlos ist. Frau Zypris, jetzt ist es natürlich nicht so, dass alle Probleme gelöst sind, weil es Spotify gibt und alle Leute gehen zu Spotify, holen sich ihre Musik und alle sind glücklich, oder? Ich glaube, ein weiteres Kriterium ist die Frage, wie mache ich das mit der Finanzierung? Mache ich Werbung oder mache ich werbefrei? Das kann man so machen, gibt bei Ihnen ja auch beides. Ein weiteres Kriterium ist für mich, glaube ich, wie ist der Zugang geregelt? Also komme ich da leicht rein? Ist das überschaubar oder ist das kompliziert? Und dann ist die nächste Frage natürlich auch die Schnelligkeit und wie ich es überhaupt finde, wie ich überhaupt dann dahin komme. Also all solche Überlegungen muss man sich anstellen und dann muss man halt eben gucken, wie kann man selber damit Geld verdienen? Aber die wesentliche Frage für uns in der Politik ist natürlich auch die, wie kann der Urheber damit Geld verdienen? Die SPD sagt, sie steht für ein modernes Urheberrecht. Was bedeutet das denn konkret? Na, unser Ansatz war ja immer zu sagen, wir müssen sehen, dass wir auch in dieser digitalen Welt noch Geld verdienen können. Wie kann man das Urheberrecht fit machen für diese Welt? Weil das die Schwierigkeit, vor der wir ja stehen, ist, dass wir Kopien unglaublich vereinfacht haben und dass durch Kopien auch kein Verlust mehr eintritt an Qualität, so wie das früher war. Und dass wir aber gleichzeitig eben sicherstellen müssen, dass diejenigen, die das Werk hergestellt haben, was geleistet haben. Aber wie kann das passieren? Es ist eben falsch zu sagen, dass das nicht geschieht. Also inzwischen geht es ja. Springer verdient inzwischen mit seinen Digitalprodukten richtig viel Geld. Es ist also möglich. Apple verdient mit dem App Store richtig viel Geld. Und es gibt jetzt schon eine Debatte, wie das Geld da besser verteilt werden kann. Und genauso muss es eben auch mit anderen Modellen gehen. Und da muss man halt ein bisschen Kreativität entwickeln. Ich glaube, der Nutzer wird immer dahin gehen, wo er die höchste Convenience vermutet. Also wo es für ihn eigentlich am bequemsten. Oder ich sag mal so, trennen wir da mal fairerweise. Es wird sicher immer Benutzergruppen geben, die sich dadurch kennzeichnen, dass sie überhaupt kein Geld haben, aber sehr viel Zeit. Vulgo auch bekannt als Teenager. Diese werden, glaube ich, immer schwierig zu kriegen sein. Die werden Umgehungstechnologien immer nutzen. Aber der Kern des Marktes, der besteht ja bei Älteren. Der durchschnittliche deutsche Musikkonsument ist 42 Jahre alt. Und die haben
keine Lust und keine Zeit, sich durch endlose Wüsten zu klicken. Mhm. Die wollen auch nicht indirekt zahlen, denn auch bei jedem illegalen Angebot zahle ich doch indirekt. Entweder durch Zeit, weil ich mit Werbung beballert werde, durch Daten. Es gibt diverse indirekte Payments. Da die Veranstaltung ja New Music, New Business heißt, wollen wir natürlich auch Björn Böning besprechen, was Berlin denn tatsächlich für die Musiker in Berlin machen kann. Und da gibt es jetzt das Music Board. Es hat zwei Anhörungen gegeben, Diskussionen. Alle haben gesagt, was sie sich vorstellen, was sie sich wünschen. Richtig, es hat eine Diskussion gegeben in der Musikszene Berlins und auch in der Musikwirtschaft über die Frage, kann man nicht sich ein Beispiel nehmen an dem, was wir im Bereich der Filmproduktionsförderung in der Region haben. Dort haben wir das Medienboard mit der Konsequenz, dass wir seit 10 Jahren oder in der Entwicklung der 10 Jahren mittlerweile Filmproduktionsstandort Nummer 1 geworden sind. Um noch mal ganz kurz auch auf die jungen Künstler zu kommen, wir haben ja auch, wie eingangs schon erwähnt, die BB Street Band. Hier in der ersten Reihe, hallo. Vielleicht können wir euch auch noch mal ganz kurz befragen. Generell auch von Herrn Böning, Musikförderung, Musik und Künstler zu fördern, finde ich sehr gut. Es ist als Band unglaublich schwer. Man hat viele Möglichkeiten, auch gerade in Berlin, aber ich sage an dem Punkt zu sagen, wo es dann wieder um Geld geht, um Gagen geht, ist es schwer, weil es natürlich ein Überangebot für die Veranstalter gibt, wo man einfach den Musikern ein bisschen entgegenkommen muss und wo denke ich, auch die Musiker generell gerne dazu bereit sind zu diskutieren. Also ich kann gern Foren schaffen, das kann vielleicht auch ein Sinn und Zweck sein, aber angesichts der begrenzten Rahmenbedingungen wollen wir punktuell in den einen oder anderen Bereichen, wo wir glauben, da können wir eine Unterstützung bieten, herangehen. So haben wir auch in der Vergangenheit gehandhabt, aber die Kreativität muss schon von den Künstlern selbst kommen. Die können wir nicht erzeugen und will ich auch gar nicht erzeugen. Vielen Dank ans Podium. Ja, jetzt bleiben wir hier sitzen und warten, dass uns alle ihre CDs geben. Genau.